Jo Leute, ein herzliches Willkommen zur Hot Lap in Miami. Das Debüt einer sehr tollen Strecke, ja, die leider nicht wie geplant wunderbar am Meer entlang führen wird, sondern leider nur um dieses Hard Rock Stadium. Aber die Veranstalter haben sich einiges einfallen lassen. Lass uns mal hier die Stats angucken. 2022, ja, also heute ist das Debüt der Strecke, das erste Mal, dass auf dieser Strecke ein Rennen gefahren wird in der Formel 1 Klasse. 5412 Meter hat eine Runde, ähnlich wie in Bahrain, ich glaube genau das gleiche. 19 Kurven, 7 links und 12 rechts, kein Sieger natürlich noch und 57 Runden sind heute zu absolvieren. Eine tolle Strecke, ich habe hier das mal gegönnt von einem Working in Progress. Es wird 3 DRS-Zonen geben und ja, einmal auf diese 1,2 Kilometer langen epischen Mega-Geraden, aber auch hier nach Kurve 9, wo es eigentlich ja noch eine Kurve gibt, wird es auch ziemlich interessant werden. Wir haben hier etwas eine miese Aufnahme, es tut mir leid, ich habe leider noch kein Formel 1 22, aber ich glaube, man kann hier gut trotzdem noch alles erkennen. Oben links haben wir auch die Strecke, sieht sehr kaubermäßig aus. Kurve 1, 2 und 3 erinnern mich ein bisschen an Valencia damals, nicht von der Enge her, aber trotzdem auch die Strecke an sich ist ziemlich toll, aus der Cockpit-Ansicht nochmal zack, zack und zack. Man, auffällig ist auf jeden Fall, dass man hier die Curbs ziemlich hardcore schneiden kann, muss auch teilweise, und dann geht es hier in Richtung Kurve Nummer 4, eine schnelle links und rechts, also S's haben wir auch noch hier, so viele S's und die geht dann eng zusammen. Dann wieder so eine Kurve wie in Bahrain, circa. Nicht Bahrain, Abu Dhabi, sorry. Die Kurve erinnert mich ein bisschen an Abu Dhabi, unten die Haarnadelkurve, wo Verstappen Hamilton zum Weltmeistertitel überholt hatte. So, beim Rausbeschleunigen, hier kann man eigentlich Full Speed nehmen. Und jetzt geht es dann endlich mal ein bisschen auf entspannt. Und dann, glaube ich, kommt, ja, genau, hier die DRS-Zone nach Kurve 9, Vollgas. Da kannst du dich, glaube ich, auch gut dran saugen. Hier werden wir auch ein paar Überholmanöver sehen. Und das denke ich mal, dass man das echt sehen wird. Und jetzt kommt der Mickey Mouse Sektor, wie ihn die Fahrer gerne nennen. Oder auch die Safety Car Phasen Sektor. Zack, und hier 12, 13, das ist echt alles. Und jetzt kommt das ganz enge. 13, 14, 15 und 16. Rechts ditcht man gerne an die Mauer an. Da musst du echt verdammt aufpassen. Und der Sektor hat es ordentlich in sich. Also ab Kurve 11, also von Kurve 11 bis 16 ist Konzentration pur angesagt. Hier gibt es auch die meisten Fehler und vor allem natürlich auch, dass man blockiert wird und so weiter, weil auch die Strecke an sich vergleichsmäßig zur ganzen anderen Strecke sehr, sehr eng ist, muss man leider sagen. Hier kommt dann die epische 1,2 Kilometer lange Geraden, die geht wirklich fast ewig lang. Nicht so lang wie in Aserbaidschan, so heißt die Rennstrecke, aber auch dennoch schon ordentlich. So. Und der letzte Sack, die letzten paar Kurven hier. Aus Kurve 19 raus kann man schon mit DRS fahren. Ich glaube, das wird echt ein mega Grand Prix heute. Ich hoffe, ihr fährt das genauso. Ja, erinnert ein bisschen vom Ganzen her, wie der Las Vegas Grand Prix 1983 auf diesem Caesar Palace Parkplatz. Schaut gerne auf IT-Game auf Instagram vorbei, aber auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok für mehr Infos. Abonniert gerne hier den Channel kostenlos und ich hoffe, ihr könnt das in 2 Monaten selbst spielen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao, morgen kommt das Recap zum Rennen.